Herzlich willkommen, mein Name ist Jan-Henrik Hillers und in diesem Video besprechen wir die Gewinnermittlung bei Personengesellschaften im Steuerrecht. Erster Aspekt, über den wir uns Gedanken machen müssen, besteht überhaupt eine Buchführungspflicht auf Ebene der Gesellschaft? Nun, wenn wir uns jetzt mal aus handelsrechtlicher Sicht dem Thema nähern, dann ist es so, Personenhandelsgesellschaften, also die OHG, die KG, aber auch gewerblich tätige Personengesellschaften anderer Form sind Kaufleute im Sinne von HGB. Und die zentrale Rechtsfolge, die sich daraus ableiten lässt, ist, wir haben eine Buchführungspflicht nach den handelsrechtlichen Vorschriften, Paragraphen 238 fortfolgende HGB. Für die Frage, jetzt haben wir auch eine steuerrechtliche Buchführungspflicht, müssen wir auf dieser handelsrechtlichen Einordnung aufbauen. Und zwar, wenn wir uns Gedanken darüber machen, habe ich jetzt eine steuerrechtliche Buchführungspflicht, können wir im ersten Schritt erstmal prüfen, wenn ich eine handelsrechtliche Buchführungspflicht habe, das ist die linke Teilgliederung des Schemas, dann habe ich auch eine steuerrechtliche Buchführungspflicht nach 140 AO. Wenn ich jetzt zum Ergebnis komme, nein, ich habe keine handelsrechtliche Buchführungspflicht, zum Beispiel, weil ich bloß reine Vermögensverwaltung in einer GbR mache, dann habe ich aber unter bestimmten Voraussetzungen dennoch eine steuerrechtliche Buchführungspflicht, wenn ich die Voraussetzung von 141 AO, insbesondere das Überschreiten von der Umsatz- und der dort genannten Gewinngrenze habe. Aber wenn ich auch das nicht habe, dann komme ich auch zum Ergebnis, okay, steuerrechtlich besteht keine Buchführungspflicht und dann erfolgt logischerweise auch nicht die Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 1 StG durch Betriebsvermögensvergleich. Zweiter wesentlicher Aspekt, über den man sich Gedanken machen muss, wie werden jetzt Vergütungen an Gesellschafter behandelt oder an Mitunternehmer? Was den beiden Möglichkeiten, die wir jetzt gleich besprechen, erstmal gemein ist, es findet eine Umqualifizierung statt. Also das heißt, wenn ein Gesellschafter oder in dem Fall auch ein Mitunternehmer aus steuerlicher Sicht für seine Mitunternehmerschaft zum Beispiel als Angestellter tätig ist, der ist leitender Prokurist oder leitender Vertriebsleiter, was auch immer, dann erzielt er zwar grundsätzlich Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, weil wir haben ja einen Arbeitsvertrag vorliegen, aber, oder auch zum Beispiel aufgrund des Gesellschaftsvertrages ist geregelt, dass man da als Angestellter tätig ist. Allerdings findet dann trotzdem für steuerliche Zwecke eine Umqualifizierung in gewerbliche Einkünfte nach § 15 StG statt. Und zwar, wenn wir uns mal im Direktvergleich die beiden Möglichkeiten angucken. Es gibt den Vorabgewinn auf der linken Seite und es gibt die Sondervergütung auf der rechten Seite. Beim Vorabgewinn ist es so, wenn Sie zum Ergebnis kommen, dass die Vergütung als Vorabgewinn einzuordnen ist, dann haben Sie gewerbliche Einkünfte nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 erster Halbsatz StG. Das heißt, das gehört auch noch zum Gewinnanteil aus der Gesamthand. Ein Vorabgewinn bejahen Sie dann, wenn eine Regelung über diese Tätigkeit im Gesellschaftsvertrag stattfindet. Also, um in meinem Beispiel von eben zu bleiben, im Gesellschaftsvertrag steht drin, Herr A. wird als leitender Angestellter tätig und bekommt dafür x Euro im Monat. Ein weiterer Aspekt, wenn Sie jetzt keinen Gesellschaftsvertrag vorliegen haben sollten, aus dem Sie das ableiten können, aber Sie haben die bilanzielle Behandlung auf Ebene der Gesamthand angegeben, dann können Sie das auch differenzieren, ist das Vorabgewinn oder Sondervergütung. Und zwar, wenn Sie die Angabe haben, das ist bilanziell als Entnahme des Gesellschafters auf Ebene der Gesamthand erfasst worden, dann ist das auch ein Vorabgewinn. Das heißt, daran können Sie es auch festmachen. Wenn Sie einen Vorabgewinn jetzt identifiziert und bejaht haben, dann ist grundsätzlich zu beachten, was auch gerne falsch gemacht wird, weil der Begriff Vorabgewinn impliziert, ja gut, das wird dann ja nur gezahlt, wenn ein Gewinn da ist. Grundsätzlich, wenn das nicht anders geregelt ist im Gesellschaftsvertrag, dann findet die Zahlung auch im Verlustfall statt. Das ist also wichtig. Und was ab und zu auch gerne falsch gemacht wird, ist die Erfassung in einer Sonderbilanz. Das ist nicht richtig. Weil wir kommen ja gar nicht zu dem Ergebnis, dass wir hier irgendwie einen Bezug zum Sonderbetriebsvermögen oder zu einer Sondervergütung haben, weil wir sehen ja auf der rechten Seite, das ist etwas gänzlich anderes als ein Vorabgewinn. Das heißt, den Vorabgewinn dürfen Sie nicht in der Sonderbilanz erfassen. Was ist jetzt im Gegensatz die Sondervergütung? Eine Sondervergütung, wenn sie denn vorliegt, ist eine Einkunft, stellt Einkünfte dar nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 zweiter Halbsatz StG. Merkmal oder ein besonderes Merkmal, anhand dessen Sie das festmachen können, ist, diese Vergütung für die Tätigkeit wird in einem gesonderten schuldrechtlichen Vertrag geregelt. Also das heißt zum Beispiel, in einem Mietvertrag wird gesagt, Gesellschafter A überlässt ein Grundstück an die Mitunternehmerschaft oder Sie haben einen Anstellungsvertrag, Sie haben einen Geschäftsbesorgungsvertrag, was auch immer. Sie haben auf jeden Fall keine Regelung im Gesellschaftsvertrag, sondern einen eigenständigen schuldrechtlichen Vertrag.
Falls Sie das jetzt nicht angegeben haben sollten oder sich auch insgesamt die Frage stellen, okay, wie behandelt man das denn dann eigentlich bilanziell? Auf Ebene der Gesamthand wird eine Sondervergütung immer als Aufwand gebucht. Das heißt, wenn Sie jetzt keine Angaben darüber haben, wie das Vertragsverhältnis geregelt ist, aber Sie kriegen gesagt, auf Ebene der Gesamthand ist die Vergütung als Aufwand gebucht worden, dann müssen Sie daraus auch schlussfolgern, okay, es ist kein Vorabgewinn, sondern eben eine Sondervergütung. Aber anders als beim Vorabgewinn ist die Sondervergütung in einer Sonderbilanz zu erfassen, weil wir bewegen uns ja jetzt dann auch im Sonderbetriebsvermögen. Und im Sonderbetriebsvermögen müssen Sie diesen Ertrag aus der Vergütung auch nochmal bilanziell gesondert erfassen. Allerdings gibt es im Sonderbetriebsvermögen kein Bankkonto. Das heißt, Dinge, die Sie gezahlt bekommen als Mitunternehmer, werden erfasst über Entnahme an Ertrag. Aufwendungen, die jetzt im Zusammenhang mit diesen Sondervergütungen stehen. Also beispielsweise, Sie sind tätig als leitender Angestellter und gleichzeitig haben Sie aber halt auch Aufwendungen zum Beispiel für Berufsbekleidung oder keine Ahnung, für Fachliteratur, was auch immer. Also klassische Aufwendungen, die bei 19er Einkünften Werbungskosten wären. Dann können diese Aufwendungen auch in der Sonderbilanz erfasst werden, beziehungsweise in der Sondergewinn- und Verlustrechnung. Aber dann eben nicht als Entnahme an Ertrag, sondern über Aufwand an Einlage. Weil auch hier, es gibt ja kein Bankkonto, aber irgendwie muss der Aufwand in die Sonder-G&V reinkommen. Das heißt, da müssen Sie nochmal eine zusätzliche Buchung tätigen. Und ganz wichtig, gerade solche Buchungen im Sonderbetriebsvermögen, insbesondere am dritten Klausurtag, das heißt, wenn Sie im Bilanzsteuerrecht unterwegs sind, solche Buchungen müssen Sie zwingend angeben. Es bringt nichts, wenn Sie die rechtlich richtige Schlussfolgerung getätigt haben, aber in der Aufgabe steht, Buchungssätze sind anzugeben und der Buchungssatz fehlt. Das sind wichtige Punkte, die Sie da liegen lassen. Das sollten Sie auf keinen Fall tun. Nachdem wir das jetzt erstmal geklärt haben, ist natürlich jetzt erstmal insgesamt die Frage, wie ermittle ich denn jetzt eigentlich den Gewinn dieser Mitunternehmerschaft? Und zwar gibt es aus der BFH-Rechtsprechung den Begriff der additiven Gewinnermittlung mit korrespondierender Bilanzierung. Ist ein äußerst komplizierter Begriff, hinter dem sich aber eigentlich etwas relativ Einfaches verbirgt. Und zwar lässt sich die Gewinnermittlung wunderbar in einem Schema darstellen. Und direkt vorab, wenn Sie eine Gewinnermittlung durchzuführen haben, das kann Ihnen am zweiten Tag passieren im Ertragssteuerrecht, das kann Ihnen aber auch gegebenenfalls im Bilanzsteuerrecht passieren, wobei es da eher unwahrscheinlich ist. Dieses Schema halten Sie bitte ein. Das heißt, Sie bauen Ihre Lösung wirklich anhand dieses Schemas auf und veranstalten da kein Durcheinander. Das hilft Ihnen, die Lösung richtig abzubilden. Das hilft aber auch enorm dem Korrektor, das dann am Ende nachzuvollziehen, was Sie gemacht haben. Wenn Sie da irgendwie so ein Durcheinander veranstalten, das ist erstens schwerer zu korrigieren und zweitens kann es auch dazu führen, dass der Korrektor sagt, Sie haben das Prinzip nicht verstanden, dafür gibt es keine Punkte. Und auch hier, das sind dankbare Punkte, die müssen Sie einfach mitnehmen. Wir starten bei der Gewinnermittlung mit dem Handelsbilanzgewinn als Ausgangsgröße. Was wir dann machen, ist, dass wir innerbilanzielle steuerliche Korrekturen nach 60 Absatz 2 ESCDV vornehmen. Das heißt, wenn wir Bilanzposten haben, die handelsbilanziell anders behandelt werden als steuerbilanziell, müssen wir entsprechende Korrekturen vornehmen. Beispielsweise haben Sie ein Gebäude, das wird in der Handelsbilanz mit 2% AFA abgeschrieben und sagen wir jetzt mal steuerlich mit 3%. Dann müssen Sie eben diese entsprechend höhere Abschreibung, das betrifft ja einen Bilanzposten, in dem Fall das Gebäude, über entweder eine Ergänzungsrechnung im Sinne von 60 Absatz 2 ESDDV in die Gewinnermittlung mit einbeziehen oder über die Aufstellung einer eigenen Steuerbilanz. Sie müssen aber auf jeden Fall diesen Aufwand mit berücksichtigen. Was wir dann haben, ist der Steuerbilanzgewinn der Personengesellschaft. Ganz wichtig, wir haben bislang nur innerbilanziell korrigiert. Was wir jetzt im Folgeschritt machen, ist, dass wir außerbilanzielle Korrekturen auf Ebene der Gesamthand vornehmen. Das heißt zum Beispiel, der absolute Klassiker, Sie haben auf Ebene der Gesamthand nicht abziehbare Betriebsausgaben im Sinne von 4 Absatz 5 ESTG, zum Beispiel Bewirtungsaufwendung für Geschäftspartner. Dann ist es zwar richtig, dass das innerbilanziell Aufwand ist, das muss aber außerbilanziell eben nach der entsprechenden Norm wieder korrigiert werden und das machen Sie hier in diesem Schritt. Wenn wir das gemacht haben, haben wir als Zwischengröße den korrigierten steuerlichen Gewinn der Personengesellschaft. Wenn wir diesen korrigierten steuerlichen Gewinn der Personengesellschaft dann haben, dann bildet diese auch erstmal unsere Ausgangsgröße für die folgenden Schritte. Was wir dann noch machen müssen, ist die Einbeziehung von Ergebnissen aus Ergänzungsbilanzen. Das heißt, wenn wir hier mehr Abschreibung oder auch Minderabschreibung oder was auch immer haben, müssen wir diese entsprechenden Ergebnisse auch noch bei der Gewinnermittlung berücksichtigen, aber halt eben erst in diesem nachfolgenden Schritt. Und wenn wir das alles gemacht haben,
Dann haben wir den sogenannten steuerlichen Gewinn der Gesamthandelsgemeinschaft. Das bezeichnet man auch als Gewinnanteil der ersten Stufe. Das heißt, das ist der Gewinnanteil im Sinne von 15.1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 erster Halbsatz ESTG. Und was wir dann zum Schluss noch machen müssen, ist die Einbeziehung von den Ergebnissen aus den Sonderbilanzen. Das heißt, wenn die Gesellschafter Sonderbetriebsvermögen haben und entsprechende Sonderbilanzen erstellt haben mit einer Gewinnermittlung, müssen wir uns jetzt angucken, dass wir diese Ergebnisse ebenfalls mit einbeziehen. Und wenn wir das dann gemacht haben, haben wir den steuerlichen Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft, den Gewinn der zweiten Stufe. Vielleicht hier jetzt noch eine Anmerkung, weil man sich bestimmt jetzt fragt, okay, insbesondere bei den Sonderbilanzen, warum mache ich das eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Ganz einfach. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Einzelunternehmen und Sie würden jetzt auf die Idee kommen und sagen, ja, mein Einzelunternehmen, da muss ich Gewerbesteuer zahlen. Das wäre doch viel eleganter, wenn ich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung habe, wo es keine Gewerbesteuer gibt und Sie verpachten das Betriebsgrundstück an Ihr Einzelunternehmen. Also das wäre jetzt mal Ihre Ausgangsüberlegung. Das können Sie aber ja schon rein zivilrechtlich gar nicht, weil Sie können keinen Vertrag mit sich selber schließen. Das Einzelunternehmen ist ja keine eigene rechtsfähige Person, sondern das sind Sie immer noch als natürliche Person. Und genau dieser Grundgedanke, man soll keine Möglichkeit haben, willkürlich den Gewinn beeinflussen zu können, beziehungsweise man will einfach Einzelunternehmer und Mitunternehmer gleichstellen, das ist die Überlegung bei den Sonderbilanzen. Das heißt, wenn Sie auf der Gewinn- oder in der Gewinnermittlung der Gesamthandelsgemeinschaft für eine Grundstücksüberlassung durch einen Gesellschafter einen Aufwand gebucht haben, meinetwegen von 100, aber Sie rechnen nachher bei der Sonderbilanz, also im vorletzten Schritt, bevor wir das Gesamtergebnis ziehen, einen entsprechenden Ertrag von 100 hinzu, dann haben wir ja ein Ergebnis plus minus 0. Und das ist genau der Zweck, den man damit erreichen möchte. Das heißt, insgesamt betrachtet für die Mitunternehmerschaft hat dieser Geschäftsvorfall keine Gewinnauswirkung gehabt. Und das heißt, im Ergebnis kommen wir dazu, dass wir sagen, egal ob Einzelunternehmer oder Mitunternehmer mit Sonderbetriebsvermögen, dieser Vorfall hat keine Gewinnauswirkung gehabt und so haben wir auch eine Gleichbehandlung erreicht. So viel erstmal zur steuerlichen Gewinnermittlung und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.